Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim See des Zorns, den wir übrigens auch in der letzten Folge beendet haben, denn wir haben uns ein rotes Gyarados geschnappt. Und mein Team ist ein bisschen angeschlagen, wie ihr sehen könnt. Und ich sehe gerade, dass das nicht in der Box ist und ich zufällig auch kein Fliegen habe. Aber da wir jetzt einen Omot haben, bin ich ein bisschen hinterfragt, ob ich überhaupt Fliegen erlernen kann mit Omot. Das wäre nämlich sehr nützlich. Aber ich glaube nicht. Nein, schade. Warum auch immer, dann watscheln wir halt zurück. Und ignorieren so lange alle Gegner, denn ich bin angeschlagen. Und Omot sollte nicht vorne sein, aber egal. Oh, falsche Richtung. Ups. Hier geht's nicht lang. So, wir sollen nämlich zurückkehren nach Mahagonia City. Denn wir sollen Siegfried helfen. Denn irgendwelche Radiowellen und blibablub, irgendwas passiert mit Radiowellen. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Denn die letzte Aufnahmesession war jetzt ein paar Tage her und da kann man hin und wieder mal sowas vergessen, aber ist okay. Wenn sie jetzt wieder erfahren, was passiert ist. So, aber wo ist Siegfried? Er hat auf uns gewartet. Vielleicht hier drin? Wir werden gleich schauen. Erstmal werde ich kurz Pokémon heilen gehen. Und unser Gyarados in unser Team tun, denn was brauchen wir? Denn ich brauche schon seit längerem endlich mal ein Wasser-Pokémon im Team. Und Wasserflug-Pokémon gibt es reichlich in dieser Gen. Also ich konnte mich einfach entscheiden und ich dachte mir, gut, nehme ich mal das Shiny. Ne? Da kann ich schon ein bisschen mit flexen. Okay, gut, großer Flex ist das nicht. Jeder, der Gen 2 gespielt hat, hat das Ding. Aber, egal. Okay, ich habe übrigens nachgeschaut, diese einen Fälle, diesen Berg, was auch immer das war, von Teak City rechts, dieser Berg, wo ich einmal ganz kurz drin war und wieder rausgegangen bin. Können wir sowieso noch nicht machen, habe ich nachgeschaut. Und deshalb ist es egal. Machen wir wann anders. Und Krabbelraum wird für Surfer. Allerdings kann ich ja Gyarados auch Surfer beibringen. Deshalb tue ich Krabbelraum. So, Red. Ja, der rastet schon aus, weil er dachte, ich würde den Abonnenten. Nein, mein Freund, alles gut. Das werde ich auch niemals machen. Okay. Surfer. Ich würde ihm gerne Surfer beibringen. Und das kann er natürlich auch. So, aber ich bin überlegen. Ich glaube, der hat keine gute Wasserattacke, oder? Okay, warum habe ich Silberblick? Okay, bist gar nicht mal so schlecht. Ohne Lichtattacke? Normalattacke? Drachenflug, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich will sagen Drachenattacke, aber weiß nie. ich mache den Silberblick weg. Das will ich überhaupt nicht haben. Sowas möchte ich überhaupt nicht in meinem Team haben. Nö. Das hier ist ein ganz normaler Playthrough und nicht irgendwie eine Nuzlocke Soul Link Special Randomizer Edition, wo ich gerade random ein Shiny Gyarados gefangen habe. Nein, das ist es hier nicht. Das ist doch Level 30. Okay. Gut, Flamethrower kommt natürlich nach vorne. Aber gut, das werde ich schon mal haben. So, Knuffensa bleibt fürs Erste drinne. Für Zerschneider, falls wir es brauchen. Und was auch immer es noch hat, ich hab's vergessen, aber ist auch egal. Dragoran! Hyperstrahl! Sah aus wie Glurak. Aber das hat dich aufgehalten, Mike! Aha, das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier! Mike! Wir sollten uns trennen! Um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Okay. Du wusstest davon? Arr, du hast die Geheimtreppe gefunden. Ja, wusste davon. Arr, seine Drachenbomben sind stark. Ha. Ja, Siegfried ist... Wir kennen ja Siegfried von Pokémon Blau Let's Play, wo ich noch wie so ein kleines Kind hier mich angehört habe. Was ist das hier eigentlich? Hm? Alarm? Hey, Eindringling! Alarm! Oh, ich glaube, ich habe meinen Arm ausgelöst. Upsie. Oh, du kriegst aufs Maul, Rocket Rüpel. Schon lange her, dass wir gegen Rocket Rüpel gekämpft haben. Wisst ihr noch? In der Arena, in der zweiten Arena-Stadt. Azuria City. Da hatten wir zuletzt Team Rocket. So lange ist es schon her. So. Ihr kennt ja sicherlich noch meinen Igel Lava. Mittlerweile ziemlich stark. Ich will mal davon ausgehen, dass ich bei euch mit Level-Ups bekomme, damit ich ein Tornupto werde. Das ist nämlich der Name der Weiterentwicklung, für die es nicht wissen. Tornupto.
sondern ist mir zu blöd. Ich mache erstmal Ruckzuckieb. Oh yeah, Quick Attack. And he is there. Yeah, hit. Yay. Super. Okay. Da werde ich jetzt nicht unnötig wechseln. Und sobald wir übrigens Tolupto haben, werde ich erstmal gucken, dass alle auf den gleichen Levelstand kommen. Jetzt verreck doch endlich. Bist du ein Zuber, du kannst nichts. So, gib mir ein Level ab. Gib mir ein Level. Was? Echt nicht? Oh. Mist, ich hab versagt. Was? Ich kann nichts machen. Ich bin dran. Es gibt keinen Kommen. Bist du dir ganz sicher? Ich würde eher sagen, es ist nicht so, dass ich mit euch gefangen bin. Ihr seid mit mir gefangen. Doch, hab ich bestimmt nicht aus Doom spielen. Nein, nein, gar nicht. Auf jeden Fall, Zubat, das wird dein letzter Kampf sein. Vielleicht sogar dein erster, aber es ist mir so egal. You going down. One hit and let's go level up. Nur 14 Levelpunkte oder was habe ich da gesehen? Levelpunkte vor allem, XP. Flammen! Wow! Endlich mal eine Feuerattacke, Leute! Wow! Dass ich sowas noch erleben darf, dass ich kein Glut mehr benutzen muss! Boah, das ist ja toll! Ah, lang gedauert! Was soll das, Igelaber? Slimer. Okay. Lutscht es an seine Hand? Sieht aus, als würde es auch mit der anderen Hand so reinlutschen. Flammenrad. Schön viel Damage. Wusste das nicht auch irgendwie? Anscheinend nicht. Okay, schade. Vielleicht mit anderen Attacke verwechselt. Radfratz. Ich habe 6 Orden und du kommst jetzt mit Radfratz? Wo ist die Kamera? Wo ist die versteckte Kamera? Ist ja ein Witz. Und dazu noch ein schlechter. Genauso schlecht wie dein Radfratz. Und das mache ich übrigens mit Gebäude. Hier, wo wir gerade sind. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Die greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter dafür tätigst. Danke, dass du mir Tipps gibst. Das ist eine Snobilikat-Statue. Sieht aber nicht aus wie Snobilikat. Ich kann euch mal einen Snobilikat zeigen. Es ist ein seltsamer Glanz in ihrem Auge. Da können wir nicht lang, sonst werden wir wieder mit den beiden Idioten angegriffen. Dann, was sind das hier? Boxen einfach, ne? Da gibt's hier irgendeinen anderen Gang. Ah, da können wir auch nicht lang. Item. Warte, bevor wir da lang gehen. Da unten ist ein Wissenschaftler, was der auch immer hier macht. Oh, Wissenschaftler haben normalerweise das Elektro-Pokémon. So Magnetilo und sowas haben wir normalerweise. Ich muss hier lang. Ja. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verdreschen. Wir dreschen dich jetzt weg. Ich habe irgendwas geskippt, aber egal. Theodor! Mit Magnetilo! Was habe ich gesagt? What did I say? Haha, I knew it. Aber natürlich ist Feuer effektiv. Gegen eure Scheißstein-Pokémon. Bye bye! Ich kann nicht glauben, dass Magnetilo in der ersten Gen nur Elektro war. Was soll denn das denn sein? Ein weiteres Magnetilo, sogar noch schlechter, oder? Ich weiß es nicht, ist egal. Magnetilo sind sowieso schlecht. Entwickelt es erstmal, dann können wir reden. Denn Magneton hat so einiges auf dem Kasten. Okay, ich sag mal nichts dazu, dass er dreimal das gleiche Pokémon benutzt. Ich sag euch, Leute, ist keine gute Idee, dreimal das gleiche Pokémon zu benutzen. Am klügsten ist es eigentlich immer als Pokémon-Trainer, 6 Pokémon zu haben, alle mit verschiedenen Typen. Das eigentlich, ich finde, also ich bin der Meinung, das ist das Klügste. Bei Rennleitern, ne, da müssen die sich an den Typen halten, aber die können ja trotzdem Attacken nehmen von anderen Typen. Damit die ein bisschen Vorteil haben noch. Ich hab's! Was hast du? Okay, ich verrate dir ein Geheimnis über unseren Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang gewarpt.
Schwabfeld? Was sabert der? X-Treffer. Ah, hab ich die Tonne damit. Eid des Team Rocket. Stiehl Pokémon nur des Profits wegen. Benutze Pokémon nur des Profits wegen. Die Pokémon dienen nur dazu, Team Rocket noch mehr Ruhm zu verschaffen. Was für Arschlöcher. Ein Geheimschalter. Bestätigen. Okay, haben wir damit die Dinger jetzt ausgeschaltet? Du kannst ja mal ausprobieren. Ich will das Item! Hey, das klappt. Das ist eine Subin-Katschatur. Es ist ein seltsamer Glanz in ihrem Auge. Okay. Hm, Hypertrank. Ich habe gar keine Items gekauft. Aber die kann man erst in der nächsten Stadt kaufen, das ist das Problem. Warte, hier kann ich auch durch, ne? Okay, gut. Aber ich will erst mal wissen, was man oben nochmal machen kann. Denn habt ihr noch, wisst ihr noch, dass wir hier oben noch lang können? Hier, genau hier, hier. Die Musik ist echt nice, finde ich. Oh, hallo. Bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Ihr habt was? Ich glaube eher, dass es noch vom Ninja Fischer hier ist, aber okay, wie ihr meint. Ratfratz. Ich werde hier getrollt. Ich werde von ihm getrollt. Volltreffer sogar noch. Sie geben fast gar nichts von der. Ist doch lächerlich. Was soll das? Warum habe ich Silberblick und Rauchwolke, merke ich gerade. Ich brauche mal ein paar TMs. Habe ich nicht irgendwelche TMs, die ich Flamesack geben kann? Ich glaube, Flamesack erlernt nichts mehr Besonderes. Deshalb sollte ich ihm vielleicht wirklich mal einen TM geben. Ich glaube, so ein, zwei Attacken wird er noch lernen, aber das war's. In den alten Gens haben die fast nie was erlernt, das ist das Problem. In den neuen Gens ist so alle paar Level-Ups erlernt mal was. Na gut, nicht wenn man Level 50 ist, dann nicht mehr, aber... Dann ist es nur so alle 10, 20 Level-Ups, wenn man noch was erlernt. Aber hier ist es 100 Level 15 und nie wieder irgendwas. Keine Ahnung, wie ich das jetzt klären soll. Kabum! Ich weiß nicht, wo die Fallen aufgestellt sind. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und weitergehen. Okay. Da war wohl eine Falle. Irgendwas explodiert. Das war wohl dieses Voltoball. Ja. Hallo Voltoball. Und danke für die Free XP. Danke für dein mittes Level up. Oh nein. Ach, come on. Muss das sein? Überleb. Yes. Danke für dein nettes Level up. Was? Ach, come on. Was ist denn das? Kleinstein habe ich gehört. Ja, es ist Kleinstein. Ach, fuck. Ach, komm, switch einfach raus schnell. Red Gara! Los, Red! Oh yeah! Mann, ich hätte es wissen müssen! Überlebst du, oder? Komm, locker, ja! Garados hat keine schlechte Verteidigung. Oh! Das gibt's nicht. Keinen Bock. Wie Flucht unmöglich! Hallo! War klar. Hallo, wie viel Pech kann man haben? Also normalerweise ist es so, dass... Ah, das war dumm. Oh, er macht Intensität. Ich überlebe das. Nice. Er ist sogar am Brennen. Bye, bye. Wow, dass er nicht final eingesetzt hat. Normalerweise ist das random. Das ist, soweit ich weiß. Dass ich jetzt jeden einzelnen Schritt an den Pokémon komme, das ist mir noch nie passiert. Und ich gehe eigentlich immer mit dich. Und da dieses Warpfeld, da habt ihr schon gesehen bestimmt. Da kann man zum Anfang. Ist hier auch nützlich, theoretisch. Ja. Melli! Brauchst du auch ein paar Erfahrungspunkte? Oh, Tackle, oh nein, aua. Bitte nicht Tackle. Finte! Kurz unsichtbar geworden.
Trank gezogen und dann let's go. Ab in den Kampf. Zack, 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 bye bye. Ah, Melly ist schon eine sehr süße Katze und auch vom Skill her sehr gut. Oh, hi Siegfried. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Dankeschön. Mike, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Alles klar, Siegfried, werden wir tun. Da ist irgendwas, kann ich hier rein? Die Tür ist verschlossen. Sie lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Das ist blöd. Oh, du bist auch blöd. Du miese kleine Ratte! Oh, hi. Was habe ich dir getan? Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie deinen Job genommen oder so. Ich habe nichts gemacht. Er kommt mit Blutzug ran, während ich Omo und im Team habe. Ich merke gerade, jetzt haben wir schon zwei Pokémon in unserem Team, die Team Rocket auch besitzt. Und zwar Omo und Sobelikard oder halt die Vorentwicklung, wie auch immer. Die kopieren mein Team. Das gefällt Mike gar nicht. Mike jetzt anfangen, in dritte Person zu reden. Ist noch was? Ja. Blutzug, ach komm, halt's Maul. Bye bye. Easy. Komm, ist ein Snickers. Hä? Nur der Boss kennt das Passwort für diese Tür. Wo er ist? Wer weiß? Schau doch selbst nach. Das ist so unfreundlich. Ich habe ihm nichts getan, oder habe ich ihm was getan, Leute? Denkt nichts. Warum kann man hier lang, wenn hier nichts ist? Whatever. Die kann man übrigens auch umgehen, wie man sehen kann, aber komm. Und den Spaß. Die Türe öffnet sich nicht? Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Glaub mir, wir werden uns noch Zugriff verschaffen. Vor allem mit solchen Noobs, die uns entgegentreten. Das ist einfach. Oh, Golbert! Von deinem hässlichen Gen 1 Ball hast du dich wohl erholt, wa? Du siehst jetzt toll aus. Komm hier, gib mir mal eine Feuerhand. Sieht das so aus, als würde so die Hand oder seinen Flügel schlagen wollen. So, daneben. Ruckzuck, bye bye. Bye bye, ich winke, winke. Was? Ich hab verloren? So sieht's aus. Ich bin doch nur ein Rüpel. Ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Okay. Oh. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Mike, los! Holen wir uns die Passwörter! Alles klar, willst du kämpfen? Aha. Der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Das freut mich, dass der dich gerackt hat. Protein brauche ich nicht. Schau mich an. So schwach bin ich nicht. Nö. Ich bin stark. Eisheiler werden wir noch ganz spät gebrauchen können. Deshalb sage ich da jetzt nicht nein zu. Aber wo bin ich gerade? Will ich hier was sein oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo bin ich? Bin ich richtig oder falsch? Oh, hi. Oh, ein Kind? Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Und ich glaube, hier geht's weiter, deshalb will ich nochmal zurückrennen nach dem Kampf. Komm, spul vor, hast eh nichts Besonderes. Bye, 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 bye. Zack, 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 zack. Ach, sei leise. Tschüss. Ich wusste, dass ich schlecht bin. Genau. Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt. Als wir Pokémon entführten, tauchte ein Kind mit roten Haaren und fiesem Blick auf und hat mich vermöbelt. Roten Haaren? Ich dachte jetzt erstmal, der redet über den Charakter aus Gen 1, aber er meint Patrick, unser Rivale. Mhm. Interessant. Oh, seht ihr da rechts? Eine Lady. Mit der will ich reden. Und du stehst im Weg. Früher arbeitete ich für Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Und warum bist du böse geworden? Warum?
Warum tust du das? Martin! Warum? Bezahlen die dich hier besser? Oh, was ist hier los? Warum ist auch immer böse? Du denkst jetzt ernsthaft, ein New York oder was Los Angeles? Ich weiß nicht mehr. Du denkst auf jeden Fall, ein New York könnte mich killen. Ja. Falsch gedacht. Aber danke fürs Level Up. Wir werden uns vielleicht schon nächste Folge entwickeln. Maybe, but only maybe. Aber schöne Erfahrungspunkte, die du mir gibst. Dankeschön, Martin. Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ja, ja, red dir das schön ein. Ein Radiosignal, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Meine Beförderung ist gewiss. Dieser Verlust bedeutet nichts. Doch, dieser Verlust bedeutet mehr, als du denkst, mein Freund. Glaub's mir. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Ja. Deshalb solltest du es mir schnell mal rüberwachsen hier, mein Freund. Freundin. Also ein bisschen wie Jesse. Bisschen. Redden! Redden Level 18. That is sehr schlecht von dir. Too easy for me. Ich hole gleich den roten Knopf, wo easy drauf steht. Drück da gleich drauf. Moment. Moment. Warte. Warte. Jetzt. That was easy. Duflor, oh. Okay, Duflor ist ein gutes Pokémon. Wollte ich ursprünglich auch im Team haben, dann ist mir aber aufgefallen, dass man Blattstein für Giflor oder einen Sonnenstein für Bluebella viel zu spät bekommt. Und dann dachte ich mir, nee, nehme ich doch nicht das rein. Ja, habe ich im Endeffekt für Blutzug entschieden. Also doch kein Pflanzen-Pokémon im Team. Aber ist auch nicht unbedingt nötig, denn wir haben Amphi. Okay, genug. Ich verrate es dir. Dankeschön. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmann-Route. Es ist aber nutzlos, wenn du benötigst zwei Passwörter. Fleckmann-Route. Leute, merkt euch das. Fleckmann-Route. Das werden wir bestimmt in der nächsten Folge brauchen. Doch! Einen Kampf machen wir noch. Oder vielleicht zwei. Ich weiß nicht, ob in dem Raum noch jemand ist. Es ist mir egal, das wird mir bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Arschloch? So nennen wir dich hier, wo ich lebe. Hast du? Denn ich hasse dich. Oh, Ditto. Ditto ist süß. Aber du musst sterben. Weil du bist böse, Ditto. Ciao! Der stirbt nicht, oder? Okay, doch. Wow, Volltreffer. Nice. Weißt du, ich weiß jetzt nicht, ob es am Volltreffer lag, aber er ist down. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Aha. Wenn wir das Radiosignal verstärken, könnte man es im ganzen Land empfangen. Allein der Gedanke entzückt mich. Güte. Komm, das machen wir noch hier. Rirk, rirk, rirk! Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Pach, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Dann haben wir ja schon das Passwort komplett. Klar, gerne. Dann lass mal rüberwachsen, mein Freund. Dein Radikal ist Ratitot. Let's go, boys and girls. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und er stirbt nicht? Oh, oh, Hyperzorn. Ach, daneben! Du kannst doch gar nichts. Ciao! Du bist gut. Das Passwort für das Büro vom Boss. Ich glaube, es lautet Radikalroute. Okay, Leute. Damit werde ich es dann beenden in der nächsten Folge. Werden wir das Mysterium hoffentlich klären können, was es mit dieser Basis auf sich hat. Vielleicht finden wir auch auf den Leiter und werden in der nächsten Folge die Passwörter eingeben. Haut rein!